So, hallo liebe Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 2070 mit Bloody Wintertail und Kater zockt. Ja, willkommen zurück. Ja, gut, wenn dir gerade nicht mehr einfällt, dann red ich halt wieder. Genau. Letzte Folge hat es mich ein bisschen stark überrascht, dass ich durch diese kleine Ölproduktion hier so dermaßen im Minus war und mein Geld gleichzeitig weg war. Das muss ich jetzt erstmal auffangen. Das gibt's die Folge zu tun bei mir. Genau, die Folge bei mir auf jeden Fall. Ich mache die Biokost fertig, sonst geht die Aufnahme 2 Stunden. Egal. Oh, das will ich sehen. Oh. Oh je, ich brauche Geld und ich darf nicht handeln, ich darf gar nichts. Hier ist noch eine Straße von vorhin. Genau. So, ich baue jetzt hier auf dieser Insel Gemüse an, weil, wie man oben sieht, die hier kann Gemüse anbauen. Ja, Fortschritt um jeden Preis, Einfluss minus 10. Ich mache keine Aufträge, Leute. Okay, hier kann ich noch nicht das bauen. Oh, das ist ziemlich... Ich muss Reis auf der anderen Insel anbauen, und zwar ziemlich schnell, dass das in den 20 Minuten fertig ist, gell? Ich mache das jetzt immer so, wenn irgendwas anzubauen ist oder so. Erstmal ein Warendepot. Das hier wird alles Stadt. Hier haben wir Industriegebiet, haben wir gesagt. Dann machen wir das auch hier hin. Nur nicht in diesen Einflussbereich. Darum lieber hier. So. Dann. Ja, Bloody, was machst denn du gerade so? Ja, ich kämpfe mit meiner Bilanz. Immer noch. Und das ist echt nicht einfach gerade, muss ich sagen. Ich kann dir nur den Tipp geben, als alter Anno-Profi. Ja, toll! Bewohner bauen. Ja, das bin ich schon echt... Da dran. Ich habe 2300. Ich glaube, so fährst du jetzt diesmal nicht, gell? Zwei, oder? Wohl? 2500. Doch. Ich habe mehr wie du. Ja, aber viele kleine. Ich muss wahrscheinlich auch das machen, dass ich auf den Nebeninseln einfach auch ein bisschen was aufbaue. Das hat sonst echt keinen Wert. Das könnte mich vielleicht retten. Okay, wir brauchen mehr Holz. Wie sieht's mit den anderen Baustellen? Ach so, nein, halt mehr. Ah, ich brauche auf der anderen Insel auch Holz. So heißt es. Oh, und jetzt auch noch Feuer. Ich kann doch keine Feuerwache bauen. Leute, was ist denn los? Nee, die kostet 300 und ich habe 200 noch was. Oh, Leute, das ist nicht fair. Jetzt fehlt mir noch Bauzeit und die Energie geht jetzt. Hier ist wieder negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Energieversorgung mangelhaft. Boah, jetzt trifft es mich echt ganz schön hart hier gerade, ohne Witz. Was kann ich denn hier runterregen? Gib mir irgendwas, Munition. Das ist brutal. Die Windräder machen kaum Energie, gell? Da muss ich alles voll pflastern mit diesen Dingern. Und sie haben halt einen großen Radius, so einen Einflussradius. Darfst du ja nicht ineinander. Du kannst ja schon ineinander stellen, allerdings machen die halt weniger Energie dadurch. Also zur Not einfach ein ganzes Feld von den Dingern hin. Macht trotzdem Energie, aber halt wenig. Okay. Es gibt aber noch später Items. Ach, das muss alles in diesem Energiekreis sein quasi. Nee, da die darf. Haben so einen blauen Kreis. Genau, drumrum. Und da darf aber kein anderes Windrad drin sein. Es ist ein bisschen komisch, aber in dem Spiel ist das halt so. Ach so. Probier's mal aus. Versuch mal ein anderes da reinzubauen, dann wirst du sehen, das macht weniger Energie da drin. Ich hab nur hier alle auf einem Haufen. Aber ich gebe dir mal einen Tipp, guck mal, bei den neutralen Parteien unter Items, da müsste es bei Glück irgendwann ein Item geben, was zum Beispiel den Einflussradius verringert. Wo unter Items? Mein vielversprechendster Jetzt gibt da Waren und Items bei den neutralen Parteien. Und da gibt's. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wo neutrale. Ach so. Ach, Entschuldigung. Ja, Waren und Items und da kann man Upgrade kaufen. Kann man, ja. Allerdings haben die immer random irgendwas dabei. Wenn du genug Geld hast, kannst du ab und zu rechts mal ein bisschen wechseln. Das kostet 500. Ich habe aber schon einmal durchgeschaut, also da ist nichts dabei für dich. Man kann die Teile aber auch später selber erforschen. Okay. So viel dazu. Ja. Das heißt, musst jetzt damit klarkommen mit dem Radius erstmal. Aber ich will mal sehen, hast du die wirklich alle. Ja, du hast die ineinander gestellt, gell? Okay. Ja, mein Gott. Natürlich. Bau die mal wirklich ein bisschen großflächiger erstmal durch die Gegend. Ja. Dann wird mehr Energie rauskommen. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hier stehen jetzt gefüllte 20 Stück auf einem Haufen einfach. Ja, natürlich. Ist das geil. Ja, das
Ich habe ja gesagt, ich schaue nicht sagt. So oft bei dir rüber. Aber jetzt ja, muss ich doch mal genau hier deine Insel. Doch ab und zu vielleicht doch mal rüberschauen. Ich krieg mich gerade echt nicht mehr. Ist das geil? Er baut alles auf einen Haufen einfach. Ja, klar. Ja, klar. Von der Logik her richtig, klar. So ein Windpark einfach, aber das funktioniert ja hier in Anno nicht. Ja, ist. Und mit dem Rechtsklickmenü kann ich keine Häuser mehr bauen. Dann hast du es wahrscheinlich rausgezogen. Was? Ja, wenn du mit Rechtsklick, wenn das im Rechtsklickmenü die Häuser nicht drin sind, dann hast du die wahrscheinlich irgendwie durch schnelles Klicken mit deiner neuen Maus einfach weggetan. Kann das sein? Nein, das war schon von Anfang an. Also, das ist auch nur ausgegraut. Also, das ist schon noch. Ja, dann musst du dir halt dieses Gebäude aus deiner richtigen Bauleiste einfach da reinziehen. Was mache ich denn? Was baue ich denn? Naja, auf jeden Fall, Leute, ich bin wieder im Plus. Das Einzige, was wichtig ist, ich bin im Plus. Ja, das ist perfekt. So, und das freut mich, weil dann kriegen wir das in der Folge sogar noch hin, dass wir die zweite Sache für die Bewohner kriegen, nämlich diese Kunststoffe. Lifestyle, genau. Egal. Das hier wird. Jetzt brauche ich aber ein Handelsschiff. Ach so, komm, ich nehme erstmal keine Umwelt. Gemeinschaft gehabt. So, wir waren mit der Bilanz ziemlich runter, deswegen habe ich die Bilanz aufpoliert. Einfach. Ich habe genau das gemacht, was der Bloody nicht machen darf, nämlich die Steuern erhöht. Ich bin jetzt auf Orange. Beziehungsweise gelb, sodass die Leute nicht ausziehen. Es kommen aber auch keine neuen hinzu. Orange, keine gute Idee. In der ersten Folge oder zweiten Folge sieht man ja, da bin ich mal kurz auf Rot gegangen und ganz schnell waren die schlecht, ja. Ausgezogen, genau, so heißt es. Oh. Ja, dann hallo zurück. Im Chat schreibt gerade jemand Hi. So. Hä? Ja, der heißt Neheb 1. Hallo Neheb. Gut, schön. Ich finde es immer interessant, in dem Chat schreibt immer jeder einfach Hi und ich habe mir dann die Angewohnheit angewöhnt, ja, blöd, auch immer Hi zu schreiben und da kommt einfach dann auch gar nichts mehr. Man schreibt einfach 20 Mal Hi, jeder und dann, okay, super. Ich fühle mich so, als hätte ich jetzt Anno gespielt. Super, tschüss. Ja. Ist geil, wirklich. Und das musste ich jetzt einfach mal in der Aufnahme machen, weil sonst glaube ich, das vielleicht keiner. Wenn ihr auch so Leute, jetzt fällt mir was Gutes ein. Wenn ihr auch so Leute seid, die ab und zu in Anno 2070 drin sind und einfach mal im Chat Hi schreibt, dann vermerkt das doch mal bitte in den Kommentaren. Weil das, so wenig können das nämlich nicht sein, weil da ständig irgendwas aufploppt. Und meistens sind es diese zwei Buchstaben. Also. Wie soll ich denn jetzt da 5 Felder hinkriegen? Oh Mist, das ist gar nicht so cool, was ich jetzt baut habe. Ich dachte, das geht so ganz smooth wie beim Bloody, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht so einfach geht. Mist. Ja, das ist jetzt echt doof. Ach, das wird mir jetzt noch wahrscheinlich zigmal passieren in diesem Let's Play, dass ich einfach nur Scheiße baue. Egal, das passt schon. Da kommt jetzt auch ein bisschen was rein wahrscheinlich bald von diesem Gemüse. Jetzt müssen wir das noch zusammenbringen. Das machen wir auch wieder mit einer Handelsroute. Wir holen von Insel, von Duplex, die heißt immer noch Duplex, ja, holen wir das Gemüse ab, jawohl, und zwar komplett alles. Und hier laden wir das Gemüse wieder aus. Und dann können wir nämlich jetzt die Sushi-Produktion starten. Also Gemüse-Sushi ist vegetarisches Sushi, aber Sushi ist Sushi, ja. Ja, so, kriege ich hier noch so eine Schweinefarm rein? Ich denke schon. 1, 2, 3, 5, 6, 7 weg. Ich guck, glaub, das ist mein Arsch. Oh, das wird eng. Ich muss gucken. 3, 4, 10. Das müsste eigentlich passen. Wir prüfen das mal. Bäume weg. So. Ja. Meine Insel wird immer hässlicher. Was ich auch ganz einen coolen Effekt finde, wenn die Ökobilanz runtergeht, verschwinden so allmählich die Farbstufen. Die Sättigung geht runter auf den Inseln. Ist dir vielleicht schon aufgefallen beim Scroll auf meine Inseln, dann wieder zurück zu dir. Man sieht das schon. Registriere Energieknappheit. Und jetzt muss ich mehr Energie machen. Ja, doch, Tatsache, ja. Jetzt ist die Energie richtig im Boden. Ein wenig. Genug Kohle. Deswegen reicht es einfach nochmal so ein umweltverschmutzendes Kraftwerk hinzustellen. Top. Ja. Läuft. Diesmal schaue ich gleich, ob man Felder braucht. Okay, man braucht hier keine Felder. Das ist gut. Dann kann ich das wenigstens mal richtig machen. Eine Sache, die ich richtig machen kann. Nein, was baue ich denn da? Völlig falsch, Leute. So.
Und dann machen wir hier nochmal ein bisschen Reis. Haha. So klug bin ich. Baummaterial. So muss das, genau. So, ich hoffe mal, die Schweinerei reicht jetzt dann. So, das passt. Muss das so? Reis, ja, das muss so. Genug. Okay. Das hier bauen wir aus. Einfach das Muskat. Reis ist bis jetzt noch gar nichts da. Und Gemüse auch noch nichts. Ich schau mal kurz rüber auf die andere Insel, wie es mit dem Gemüse aussieht. Null. Hat er Gemüse dabei? Nein. Der fährt immer Bohrer weg. Das bringt uns natürlich auch immer ein zusätzliches Plus. Aber irgendwie läuft hier was noch nicht. Warum? Weil Gemüse hat kein Feld. Oh, okay. Dann wir machen das. So. Dann brauchen wir noch mehr Gemüse. Noch ein Gemüsebäude. Ich muss echt vorsichtig sein, welches Gebäude ich gerade upgrade oder was ich baue. Denn es sieht geldtechnisch bei mir echt gar nicht gut aus. Mhm. Huh. Ja, da habe ich richtig Glück. Mhm. Weil bei mir sieht es geldtechnisch gerade ganz in Ordnung aus. Die Bilanz passt, sagen wir so. Okay, das ist ja schon mal gut. Ich muss hier auf der zweiten Insel jetzt auf jeden Fall Bevölkerung hochziehen. Und wenn es nur ein so ein Marktplatz ist mit Häusern außenrum. Mhm. Aber das geht sonst gar nicht. Warnung. Gemeinschaftsbedürfnis nicht erfüllt. So, das muss reichen. So. Drei Gemüsegebäude. Theoretisch müsste die Sushi-Produktion laufen. Aber eben nur theoretisch. Jetzt haben wir hier 108 Fische. Das ist gut. Und hier Fische genug, aber nichts zu trinken. Oh mein Gott, die Leute sind glücklich, obwohl sie nichts zu trinken haben. Dann bauen wir hier auch nochmal Tee. Der Hector hält sich komischerweise auch ganz schön zurück zurzeit. Mhm. Ist auch nicht, was der hat. Der ist aber nicht verbündet mit uns, oder? Nee, der ist nicht, auf Rot. Nicht, dass ich wüsste. Zu dir ist er auch nicht gerade wohlgesonnen. Willst du die Kooperative besichtigen? Sind Sie angemeldet? Tilda weiß ich alles senkrecht. Willkommen bei SAAT. So, ich könnte aber mal wieder ein paar Aufträge anfordern, weil das bringt gut Geld. Okay. Vielleicht sollte ich auch irgendwann mal Aufträge machen. Ja, toll, mit wäre der nicht schlecht. Fehlende Fruchtbarkeit. Ach so, ja, okay. Oh, das ist gut, dass es mir das sagt. Ich wollte mich gerade noch aufregen, dass mir das sagt, fehlende Fruchtbarkeit, dass ich nicht gesehen habe, wohin ich baue, weil der Banner so groß war. Und dann ist mir aufgefallen, okay, fehlende Fruchtbarkeit. Ich muss hier den Tee anbauen und den rüberschiffen. Das heißt, ja, was denn? Ist so wenig Tee, oder wie? Wir sollten gucken, dass wir mehr Tee kriegen. Unbedingt. So, jetzt baue ich hier die Bevölkerung auf. Die haben 5 von 5 Reis, aber kein Gemüse. Ja, das dauert jetzt, bis es von drüben kommt. Ein Warendepot. Boah, ich kann nicht mal Straßen bauen, so wenig Geld habe ich. Einfach nur für Tee. Nur für Tee ist dieses Warendepot. Die brauchen Felder. So. Oha, ich bin mittlerweile schon voll der Pro-Gamer, nur weil ich die erste Folge beim Bloody Winterteil anguckt habe. Und jetzt weiß ich genau, wie man Tee anbaut. Obwohl er gar keinen Tee anbaut. Ja, aber dann guck lieber jetzt nicht mehr rüber, weil ich bin gerade echt am Rotieren mit den Straßen. Ich kann nicht mal Straßen bauen, so wenig Geld habe ich gerade. Aha. Ja, ich muss mir alles jetzt gerade irgendwie zusammenkratzen. Nicht alles, was wuchert, ist Grünzeug. Das klingt echt nicht so toll, ja? Ja, aber es geht wieder. Ich bin fast bei plus 200 Bilanz wieder. Aber die ist halt gleich weg, wenn man 3-4 Gebäude baut, weil die werden halt vom Unterhalt auch teurer mit den größeren Stufen. Aha. So billig wie Tee oder Fisch. Fisch kostet gerade mal 5 Unterhaltskosten. Und wenn ich dann mal gucke, was die Ölfabrik hier kostet, die schlägt gleich mal minus 15, dann die Ölraffinerie minus 15 und so weiter. Also das zieht wirklich derbe runter. Aha. Warte mal, die Bauzellen nehme ich mit. Ölraffinerie. Kann ich nur hier. Dann wird wahrscheinlich bei dem hier nur für zwei Dinger reichen. Bauzellen hier drüben und zwar ganz schnell. Ja, es war mir klar, dass jetzt da nur noch für zwei reicht. Aber das ist egal, da kommt genug Tee. Dann bauen wir hier das gleich aus. Ich denke, wir haben von allem genug. Ja, hier fehlt immer noch am Gemüse. Da müsste doch jetzt Gemüse dabei. Ja, drei Gemüse, dann kommt das erste Sushi.
Den Bewohnern habe ich Sushi essen noch gesperrt, aber Fischversorgung ist auch noch nicht so toll. Aha. Ja, das und kommt. Getränke, das ja, kommt schon. Getränkeversorgung kommt. Genau, dann richte ich das noch ganz kurz in der Handelsbude ein. Das ist schon drin, also das passt. Jetzt muss der Tee nur reichen für die ganze Person, weil null im Lager ist schon hart. Es gibt halt immer so Sachen. Bestimmte Bewohner reagieren da ganz gefährlich drauf, wenn irgendwas fehlt. Das ist zum Beispiel, wenn die Arbeiter keinen Fisch kriegen, werden die aufmüpfig. Wenn die Zweiten, also die Angestellten, das Getränk nicht kriegen. Das ist immer nur eine Ware, die muss wirklich immer da sein, sonst kriegst du echt Probleme. Der Rest ist eigentlich egal. Das ist halt nur für die Steuern dann noch gut und für den Aufstieg später. Je mehr du die mit Zeug versorgst, desto besser zahlen die halt auch. Okay. Deswegen bin ich ja gerade dran, dass die endlich die Kunststoffe kriegen, aber noch nicht glauben, ohne Geld kann ich das halt nicht bauen. Irgendwo habe ich einen Produktionsstillstand wieder. Aber wen juckt's? Wir müssen noch mal gucken, dass ich hier die letzten zwei Items noch rauskriege irgendwann, aber ich weiß halt echt nicht, wo ich meine Items hin tun soll. Ja. Es ist alles voll. So, dann müsste es diesmal aufgehen. Ja, komm. Ich lager das aus, weil irgendwann ist es soweit, dann baue ich das Gebäude, dann habe ich hier voll den Bonus und ich wundere mich, warum. Und ich habe gegen meine Regel verstoßen, deswegen machen wir das raus. Was machen wir dann raus? Verbessert, das machen wir raus, genau. Okay, ich baue immer so scheiße, da gehen nur zwei Felder hin und so. Und das da kommt raus. Ja. So. Jetzt kann ich nämlich die anderen zwei hier rausschalten. Zack und zack. Und jetzt habe ich, seht ihr, keine Arche-Bonus mehr, gar nichts mehr. Gleich das Warendepot ausbauen. Ja, jetzt sieht man hier, T geht nach oben. Geht nach oben. Klar, wenn ich es zeige, dann geht es natürlich gerade nach unten. Jetzt geht es hier nach oben. Fisch ist auch genug hier. Wie sieht es auf der anderen Insel aus? Hier sinkt der Fisch. Ja, okay, passt. Dann vielleicht bringt es ja was, wenn ich das hier ausbaue. Kann ich die Fischgebäude nicht auch ausbauen? Nein. Okay. Aber es reicht noch. Das ist schon okay. Das würde ja auch nicht viel mehr Arbeiter, warte. Getränke. Ausreichend erfüllt. Aber warum? Scheint ja nicht ausreichend gefüllt zu sein. Weil hier gibt es ja auch noch keinen Tee. Der wird jetzt Tee bringen. Nee, bringt er natürlich nicht. Warum? Oh ja, das bringt wirklich sehr, sehr viel, auf der Nebeninsel noch Bewohner hinzubauen. Wirklich. Mhm. Mache ich selten, muss ich zugeben. Aber jetzt hier in dem Spielstand muss ich das einfach machen. Ja. Sonst schaffe ich es einfach nicht. Produktion gestoppt. Was fehlt jetzt? Kommt Geld, noch nicht oder? Es kommt noch nicht genug Gemüse rüber. Ja, das dauert halt, bis das hier richtig läuft, das Gemüse. Das dauert. Aber wir haben bestimmt schon Sushi im Depot. Aber ich muss auf der anderen Insel gucken. Auf der Zweitinsel gibt es niemals Sushi. Die kennen das nicht. Aber hier sind schon 9 drin, also ich habe mein Ziel für diese Folge erreicht und ich bin ein bisschen stolz auf mich. Oh, das ist gut. Bei mir, also ich muss nächste Folge auf jeden Fall nochmal ran. Ich merke gerade, der Fisch funktioniert hier nicht richtig. Der Hafen ist so ausgebaut schon, dass der so viel zu tun hat, der holt die Fischerhütten nicht ab. Da muss ich die nochmal verlegen. Alkohol hält sich gerade so, die Burger gehen fast runter. Also da muss ich nächste Folge auf jeden Fall ran. Denn wir sind hier schon fast fertig, meine ich. In dieser Folge. Genau. Wenn wir mal zeitlich beenden heute. Ja. Ja, also, wie gesagt, bei mir ist jetzt eigentlich gerade ein guter Zeitpunkt, um das Ganze beenden. Hier baue ich übrigens immer die Warendepots aus. Aber das werdet ihr alle schon kennen oder gemerkt haben. Kann man das eigentlich selber auch upgraden? Nein, natürlich. Hier werdet wirklich nur Arbeiterwohnungen stehen. Weil die braucht so viel die Tycoon und Eco-Angestellte und so. Hier fehlt es immer noch an Nahrung, deswegen gebe ich jetzt Sushi offiziell frei. Und damit würde ich sagen, ist diese Folge für heute beendet. Genau, ich schreibe mir noch eben auf, was ich machen wollte, nämlich das Öl abliefern. Mhm. Und dann können wir von mir diese Folge beenden, ja. Genau, dann speicherst du noch kurz und dann beenden wir diese Folge.
Genau das mache ich. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr was zu sagen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Schaut doch beim Kater auf dem Kanal, ich habe alles verlinkt. Schaut ab und zu auf die Anno Union, das habe ich auch verlinkt. Da gibt es eigentlich jede Woche oder sogar jeden zweiten, dritten Tag was Neues zu Anno 1800. Und genau. Damit bin ich raus für die heutige Folge. Ja, bei mir wird Anno Union auch noch verlinkt. Habe ich in der ersten Videobeschreibung nur hingeschrieben, hier geht's zu Anno Union und habe vergessen, einen Link einzufügen. Das hole ich natürlich noch nach, das ist mir jetzt aber erst aufgefallen. Also, dann tschö. Gut, und damit tschüss.